Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier eine Ballenpresse vorstellen, der Marke Krone. Ja, er ist sie hier, Rundpack 1250, Multicoat steht mal hier geschrieben. Und ja, die kostet hier ja eigentlich gar nicht mal so viel, nur 56.000 Euro in Anschaffung. Ja, da haben wir jetzt gutes Stück. Ja, ist hier auch für die Konsolen hier verfügbar. Und ja, Leasing nur 2856. 20 km/h ist hier die Arbeitsgeschwindigkeit. Wir haben hier einen Leistungsbedarf von 50 PS entsprechend. Hier 37 kW. Macht einen Ballen in Volumen von 4000 Liter. Wir haben hier also mit den Reifen hier, also Standard, breit, breiter, am breitesten, wie man gesehen. Hier also drei Varianten, also Standard, breit und breiter natürlich. Ja, also wir schauen uns das gute Stück jetzt da auch gleich mal an. Ja, wir nehmen hier mal den schicken Lanz hier und ja, machen uns dann gleich natürlich hier auf die Wiese. So. Da müssen wir erstmal nochmal hergehen. Den erstmal, wir wollen ja mal schauen, ob der Lanz natürlich dann auch wieder gut ausschaut. So, müssen wir erstmal hier den Verschleiß mal runterdrehen natürlich. So, minus 1. So, ist ja wieder tippitoppi. Nur ein bisschen dreckig. Wir wollen ja gleich auch anschauen, ob der Lanz natürlich hier auch und wie dann die Ballenpresse natürlich, wie sie alt ausschauen. Also den Lanz kann man ja natürlich schon, wenn ihr natürlich schon öfter reingeschaut habt. Also, wir schauen uns jetzt mal hier den Verschleiß an. Ich weiß nicht, warum da unten sagt Lanz. Ach ja, ich finde ihn irgendwie so cool natürlich. Also wie wir mal sehen, hier sieht das ganze gute Stück natürlich so her aus. Dreckig, sehen wir hier das Ganze auch. Verschlüssen natürlich genauso. Also wir können hier den einen Mod dann auch kaufen auf alt und gebraucht natürlich. Und oder wir können den mal dann richten und dann alt lassen natürlich. Also ein Service. Ja, das finde ich ganz toll natürlich. Also wenn wir das können. Ja. Und ja. Langsam aber sicher. Fahren wir hier mal durchs Gelände durch. Oh. So, wir klappen hier mal unsere Presse mal aus, senken mal den Pickup, schalten ein das Ganze. Sehen wir hier gleich hier unser Partikelsystem hier funktioniert hier ganz gut. Arbeitsbreite ist auch gar nicht mal ohne, würde ich mal sagen. Wir schauen auch dann gleich mal, wie das hier ausschaut natürlich, wenn wir den Ball nachher raushauen. Schalten wir mal das mal Licht mal ein, dass wir das hier auch sehen. Ob die anfängt zu fiepsen? Mal schauen. Ja, fängt auch an zu fiepsen, wie wir hier sehen. So, dann hauen wir unseren Ball mal raus. Natürlich hier, natürlich mit Z. Hier sehen wir die ganze Animation her. Wir machen das Ganze jetzt nochmal hier schnell im Dunkeln, weil wir wollen ja sehen, hier wie die Lichter natürlich ausschauen. Blinker, wie wir sehen, hier funktionieren. Also, passt soweit das ganz gut. Gehen wir wieder hier in unseren Tagesschicht natürlich wieder über. So. Legen wir schon wieder los. Aber schauen wir mal hier das ganze Partikelsystem an. Zapfwelle, dynamische Schläuche hier sind vorhanden und natürlich hier mit Funktion. Der Ballen ist ja auch gleich schon wieder bald fertig. Ist ganz coole Sache natürlich. So. Und schreit schon wieder. Ja, also, hauen wir den nächsten Ballen gleich raus. So. Hinten haben wir schon wieder einen Strohballen oder einen Heuballen. So. Jetzt klappen wir das ganze Teil nochmal zu. Schalten den aus. So. So, jetzt hier die Reflektoren, die Aufklebeländer, das alles hier. Das passt ganz gut. Hier, Schriftzug sieht auch nicht schlecht aus. Wie wir hier sehen, also ist nichts verpixelt.
Schauen wir uns auch gleich hier die Lok an. Da sehen wir hier, die Lok hier ist sehr fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.